Und damit hallo und willkommen zurück zu Stardew Valley. Ich bin der Dicke und ich bin ein bisschen angeschlagen. Ja, krankheitsmäßig, ich weiß nicht, momentan. Seitdem ich dieses Jahr Geburtstag hatte, geht es irgendwie rapide bergab, was die Gesundheit angeht. Bis jetzt hatte ich echt immer ein gutes Immunsystem, aber irgendwie hat es mich jetzt dieses Jahr schon zweimal erwischt. Naja, so ist das halt. Kann man nichts machen, aber es geht schon wieder besser, alles ist gut und ab morgen geht es auch wieder auf Arbeit. Hilft ja alles nichts. Ja, das muss auch mal sein. So, und zwar wollte ich nochmal eben hier auf ein paar Kommentare eingehen. Mir wurde gesagt, ich kann hier noch deutlich mehr von diesen Dingern bauen. Das wollte ich mal prüfen. Ich gucke hier mal kurz rein. Cask, sind das diese Teile? Ja, ich glaube, das sind diese Teile. Hardwood und Wood, da brauche ich eigentlich gar nicht so viel für. Allerdings, bevor ich jetzt hier großartig durchdrehe und das hier extrem aufpimpe, würde ich gerne warten, bis die hier dann tatsächlich fertig sind, glaube ich. Damit ich das dann gleich, in einer wirklich brauchbaren Struktur halt auch anordnen kann. Statt jetzt hier einfach nur welche daneben zu packen und dann hier und da und so, sondern dann halt gleich irgendwie, ja, möglichst wirtschaftlich das Ganze positionieren und so weiter. Das muss... Oh mein Gott! Junior! Er steht. Er krabbelt nicht mehr. Er steht. Und er sieht ganz schön zerstreut aus. Gut, kein Problem. Guck am besten erstmal ein bisschen Fernseher oder setz dich an einen Rechner. Habe ich schon einen Rechner? Ich habe keinen Rechner. Kann man hier Rechner kaufen? Eigentlich braucht man einen Rechner. Mein Kind braucht auf jeden Fall einen Rechner. Der soll mal irgendwann Programmierer werden, damit er mich in Programmiertätigkeiten unterstützen kann. Hier gibt's Wolle. Sehr schön. So. Die Beeren sind reif. Das ist auch sehr schön. Und ansonsten sieht das ganz cool aus. Also ich muss gestehen, ich habe mich informiert, was diesen Dragon-Dingens-Bummens-Gedöns-Teil angeht. Also dieses Quiz, wenn man denn so will. Ich weiß, was zu tun ist, Leute. Ich weiß, was zu tun ist. Und das werden wir tun. Früher oder später. Schauen wir mal. Vorher pflücke ich hier noch eben die Blaubeeren und kümmere mich dann eben um die Tierchen. Ums Gewächshaus, um die Slime-Hutch und so weiter und so fort. Und dann kümmern wir uns um das Quiz. Ja. Ah, es wird lustig. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich weiß ja, was am Ende passieren wird, wenn das Ganze abgeschlossen ist. Ich weiß noch nicht, ob es danach abgeschlossen sein wird, aber ich weiß, was mich erwartet. Also zumindest vom Namen. Und ich bin gespannt, was da tatsächlich geht in dem Ort, der mich erwartet. An dem Ort. Wie auch immer, ihr wisst Bescheid. Ich bin schon wieder verwirrt. Das ist überhaupt kein Problem. Das passiert. Hier ist ein Baum gewachsen, ne? Ist mir das schon mal aufgefallen? Ich glaube, das ist mir schon mal aufgefallen. Aber nun gut, kein Problem. Der kann da eigentlich stehen bleiben. Stört mich an sich jetzt erstmal nicht. So, dann haben wir hier noch ein bisschen Fire Quartz. Dann gucke ich mal kurz hier oben rein, was hier so abgeht. Lage unverändert. Alles cool. Schön. Blueberries. Warte mal, lass mich kurz mal überlegen. Ich hau auf jeden Fall die Goldstern-Dinge davon weg. Warte mal kurz. Ich muss mal kurz was. Ich muss erstmal klarkommen hier. Das ist ja alles schon wieder. Mein Inventar ist nicht aufgeräumt und viel zu viel Zeug. Und die Katze ist noch nicht gefüttert bzw. mit Getränken versorgt. Ich muss auch irgendwann mal wieder hier ein bisschen was an Equipment verkaufen. Viel zu tun, ja. Magnetic Ring, warte mal. Ich nehme mal kurz diese Bleibubbles hier wieder raus. Die muss ich dann irgendwann bei Gelegenheit tatsächlich mal verbrauchen oder woanders hinlegen. Oder. Haben wir hier sonst noch was hier reinkommt? Stein haben wir ja seit neuestem hier drin. Oh ja, schön. Der Steinvorrat ist wieder ordentlich gestiegen. Nicht schlecht. Warte mal, hier gibt es nichts. Das Ding kommt auf jeden Fall erstmal dorthin. Ach ja, da ist eine Batterie fertig. Schön. Jetzt rennt der Junior hier den ganzen Tag durchs Haus. Das ist natürlich auch cool. Kann man dem was schenken? Ja, dem kann man was schenken. Auf was stehen denn Kinder? Ich weiß es nicht. Ich bin heute ganz schön dunkel in der Facecam, fällt mir gerade so auf, oder? Naja, gut. Sei es drum. Das passiert. Wo packe ich jetzt diese komischen Bleikugeln hin? Ich weiß es nicht. Packe ich die erstmal hier rein. Ich darf bloß nicht vergessen, dass ich sie hier reingepackt habe, weil eigentlich gehören die da ja gar nicht rein. Ja. So, dann gehe ich kurz hier oben in die Höhle. Da ist auch schon wieder irgendwelches Sirup fertig.
Sehr schön, warte mal, dann können wir das hier mal einsammeln, das hier mal einsammeln. Dann können wir hier auf jeden Fall erst noch mal kurz das Zeug reinpacken. Hier ist auch schon wieder jede Menge Iridium drin, sehe ich gerade. Das könnte ich bei Gelegenheit natürlich auch mal verwerten. Essen, Blaubeeren, alles da, alles da. Schön, naja. Ich würde sagen, ich kümmere mich jetzt erstmal um die Tiere. Ja. Auch wenn ich der Meinung bin, schon wieder viel zu viele Baustellen gleichzeitig am Start zu haben hier. Oh mein Gott, hallo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12. Sehr schön. Hat geklappt. Ein Traum. Dann lasse ich die auch direkt raus. In die Freiheit. Gucken wir hier noch eben rein, was abgeht. Grüßt euch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Sehr schön. So. Ziegen haben heute auch Milch. Das ist toll. Ein schöner Tag. So, ja, nichtsdestotrotz wollen wir heute aber natürlich diese Questreihe weitermachen. Das ist natürlich das große, große Ziel. Deswegen muss ich das hier alles ein bisschen beschleunigen. Ach ja. Aber es dauert. Es dauert, so lange wie es dauert. Passiert. So. Gut, einmal hier raus, einmal hier auf und einmal hier rüber. Ist auch schon wieder ganz schön viel zugewuchert. Ich könnte aber wieder ausdünnen bei Gelegenheit. Moin. 1, 2, 3 und 4. Viel Spaß. Und tschüss. So. Einmal kurz hier hoch. Ein Schwenk hier drüben lang gemacht. Das Sirup hier noch eben mitgenommen. Hier mal ins Gewächshaus geguckt. Alles ruhig soweit. Toll. Schön. Nicht schlecht. Slime hat noch eben geprüft, was los ist. Und dann können wir uns eigentlich ums Wesentliche kümmern. Ach du meine Güte. Okay, hier ist schon wieder Party. Das heißt, natürlich die Zäune mal eben mitgenommen. Erstmal repariert das Ganze. Ich könnte hier drin ja auch eigentlich mal auf Steinzäune upgraden. Allerdings, ach, ich weiß nicht. Ich finde, das sieht schon so ganz gut aus hier. Mit dem Holz. Steinzäune werden hier drin auch zu overpowered. Das sieht doch bestimmt... Warum bin ich heute so dunkel? Ich glaube, in der nächsten Folge werde ich auf jeden Fall mal das Licht, das große Licht für den Raum anmachen. Hallo? Na, lasst mich vorbei. Ich bin Arzt. So, einmal das. Einmal das. Einmal das. Oh, 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 los, los, lass mich frei, sehr schön. Und, ah, ich habe mich ausgesperrt. So wird's gelingen. Ha, schön. Ein Traum, Leute, ein Traum. So, jetzt können wir gleich ein bisschen was hier lassen, und zwar das und das und das. Und das war's erstmal. Jo, schön. Haben wir eigentlich alles erledigt, oder? Was sagt die Zeit? Wir haben Zeit. Zeit haben wir jede Menge. Das ist gut. Das heißt, hier jetzt mal eben noch ein bisschen was hier reingeworfen. Zack, zack. So, Eier. Oh mein Gott. Naja, machen wir mal diese einzelnen hier. So wird's gelingen. So, und dann haben wir das eigentlich auch safe. Dann können wir hier noch ein bisschen Wolle hier reinpacken. Und dann kann der Rest eigentlich erstmal wieder hier rein. Und zwar diese Milch und diese Eier und das Essen. Brauche ich das Essen? Nee, brauche ich nicht. Aktuell nicht. So, wo habe ich jetzt die Blaubeeren? Warte mal, hier sind Blaubeeren drin, ne? Ja. Das heißt, die packe ich erstmal hier dazu. Das könnte ich eigentlich alles irgendwann mal verkaufen, ne? Naja. Alles zu seiner Zeit. So, dann kann ich die Bomben noch hier lassen. Dann kann ich die Steine noch hier lassen. Das Sirup ebenfalls. Dann sieht das doch schon ganz gut aus. Das Essen packe ich in den Kühlschrank und dann geht's los, Leute. Dann machen wir das... Was mit der Quest heute? Ja, abgeht und so weiter. Und zwar brauchen wir dafür eine Solaressenz. Eine Solaressenz. Sollten wir ja eigentlich irgendwo haben. Zum Beispiel hier. Ich hoffe, das passt auch so.
ich weiß es gar nicht. Es war eine Solar Essence, glaube ich. Ich nehme mal sicherheitshalber eine Void Essence noch mit. Schnapp mir mein Pony und wir fahren mal kurz in die Wüste, Leute. In die Wüste. Keine Angst, wir gehen nicht schon wieder in den Dungeon. Aber auf jeden Fall erstmal in die Wüste. Und dann schauen wir, was passiert. Warte mal. Hier gibt es noch Würmer. Die nehmen wir noch mit. Vielleicht gibt es da noch irgendwas Cooles. Nein. Nichts Cooles. Nur Mainstream Trash, wie auch immer. So, einmal. Ach. Das alte Leid. Das alte Leid. Mit dem Bus und dem Pferd und dem Pferdebus. Man weiß es nicht. Naja, gut. So, einmal ausgestiegen und jetzt soll hier irgendwo ein Drache liegen. Ist das der Drache? Ich glaube, das hier ist dieser Drache. Und da verwandelt sich die Hand auch direkt in so... der Mauszeiger direkt in so eine Hand. Ja. Was? Ja, genau. The sands in the dragon's maw, only then bla bla bla, hidden eye socket. You are proving yourself, kid. Check out the pile of the lumber next to your house, Mr. Key. Okay, 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 alles klar, alles klar, alles klar. Cool, cool, cool. Dann muss ich den Holzstapel neben meinem Haus überprüfen, Leute. Also ja krass, ne? Dass das auch mal muss man erstmal drauf kommen. Ich hätte auch direkt in den Holzstapel gucken können, aber das hätte zum einen wahrscheinlich nicht funktioniert und zum anderen wäre das natürlich auch viel zu langweilig gewesen. So, schauen wir mal. Einmal hier hoch, einmal hier rüber, einmal daran. Ein Gameboy. Nein, eine Clubkarte. Okay. Okay. Die Clubkarte wurde zu meinem Wallet hinzugefügt, da haben wir sie. Nicht schlecht, okay, das müssen wir auf jeden Fall weiter beobachten. Beziehungsweise nein, mit dieser Clubkarte können wir jetzt dann in der Wüste theoretisch ins Casino. Gut, heute können wir dann jetzt nicht mehr in die Wüste, weil wir sind da bereits einmal mit dem Bus gefahren. Entschuldigung, Leute. Wie gesagt, so ein bisschen kränklich bin ich noch am Start. Das ist alles gar nicht so cool, egal. Ja, dann sind wir an sich durch. War ja eigentlich ein Vollgas-Tag heute. Es ist Sonntag, warte mal, wir können noch mal kurz zur Hexe runter, während die Tierchen dann so langsam anfangen, wieder in ihre Gehege zurückzulaufen. Hoffe ich. Warte mal, hier unten. Hier sind ja auch noch, um Gottes Willen, jede Menge Früchte reif. Aber noch keine Äpfel. Wieso noch keine Äpfel? Nein, keine Orange essen. Hoppala. Also so langsam bräuchte ich dann die Äpfel, um das Vordersbundle dann auch mal abzuschließen. Jetzt ist die Frage, ne? Was sind das hier? Müssten die Apfelbäume gewesen sein, glaube ich. Mal gucken. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Früher oder später wird es dann schon passieren, dass da ja Äpfel dranhängen. Zumindest hoffe ich das. Alles andere wäre ja blöd. So, schauen wir mal, ob die Hexe noch am Start ist. Ich hoffe. Geht noch hinaus. Ja, da ist er. Sehr schön. So, einmal geguckt. Hardwood. Okay. Blueberry Tart. Cookie. Fertilizer. Gate. Pickles. Salmon Dinner. Slime. Joja Cola. Small Plant. Raw Seeds. Okay. Furniture. Keine der gefragten Fische am Start. Leider. Bitter. Echt bitter. Nun gut, nutzen wir die Gelegenheit, holen uns hier eben noch ein wenig Hardwood ab. Wie immer. Weil, wenn wir dann hier von diesen lustigen Dingen im Keller natürlich jede Menge bauen wollen, brauchen wir natürlich auch ein bisschen Hardwood dafür. Es bleibt nicht aus. Und dann müssen wir das natürlich tun. So, haben wir das. Haben wir das. Hier nochmal ein bisschen was kaputt gemacht. Zack. So, so sieht's aus, Leute. So langsam geht das hier wieder in die gemütliche Phase über, würde ich fast sagen. Wobei, jeder Tag kann anders sein. Das kann morgen schon deutlich hektischer werden. Was mich aber total fasziniert, ist, dass ich jetzt mal eben 12 Orangen bekommen habe und 9 Pfirsiche. Also ganz schön ertragreich, das Ganze. Sollte ich auf jeden Fall regelmäßig mal begutachten, da das Ganze. Was da so rauskommt und was da so bei rumkommt. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass pro Tag eine Frucht von dem Baum abfallen kann. Naja. Okay, so ist das.
Wir haben es um 7, das heißt, die Tierchen müssten jetzt auf jeden Fall alle schön hier im Bettchen sein und so weiter und so fort. Das heißt, ich mache mal eben die Türen zu. Könnte dann mal eben noch eine neue Ladung an Produktionsgütern reinpacken und dann würde ich auf jeden Fall erstmal schlafen gehen. Ja, so wird es gelingen, so werden wir es machen. Zack, na? Jo. Bonnie kann da gleich mal stehen bleiben. Hier gibt es noch ein bisschen Stoff und ein bisschen Mayonnaise und Käse. Und oh, ich habe die Katze vergessen. Seht ihr? Ich weiß nicht, was das tatsächlich bringt. Ne? Aber gut. So ist das. Ich habe irgendwann mal irgendwo gelesen, dass es halt irgendwie Punkte bringt, wenn man hier wegen der Bewertung und so weiter vom Opa. Allerdings bin ich mir da insgesamt nicht ganz so sicher. So, pass auf. Ich nehme mal hier diese einzelnen Eier. So. Und so. 4 Stück. Dann nehme ich mal hier noch die Milch und die Milch. Das packen wir jetzt alles mal da rein. 1, 2 und 3, 4. So. Sehr schön. Ja. So sieht's aus. Das alles da reingepackt. Wolle habe ich nicht mehr am Start. Inventar kann ich da noch mal kurz ein bisschen noch aufräumen. Das heißt, das hier rein. Slime kommt eigentlich ganz woanders hin. Sepp kann da noch rein. Das kann da wieder rein. Und die Früchte packe ich jetzt hier rein. Da suche ich sie dann aber wieder übelst, oder? Eigentlich ist es egal. Eigentlich ist es egal, weil ich werde sie nicht großartig brauchen, glaube ich. Außer zum Verkaufen. Ob ich irgendwann tatsächlich mal einfach so eine Verkaufsaktion starte, von wegen hier, ich verkaufe alles, was irgendwo rumliegt. Lass mir, was weiß ich, von allem halt 10 Stück wieder übrig oder so. Oh, Marmelade ist noch fertig. Da müssen wir noch. Aber, ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, es würde auf jeden Fall jede Menge Kohle bringen, aber Kohle ist momentan nicht das, woran es hier tatsächlich scheitert, beziehungsweise hapert. Warte mal, ich habe mal kurz, ich habe keine Idee. Alles gut, wir machen es mal weiter. Die Batterien sammle ich noch ein und ja, ich glaube, ich werde dann die Folge auch mit dem ins Bett gehen beenden. Vorerst. Ich wollte noch was probieren. Genau, seht ihr, wenn wir schon dabei sind. Mir wurde in den Kommentaren der Tipp gekommen, wie auch immer, dass man Sonnenblumen ja auch in Öl verwandeln kann. Und das macht natürlich auch irgendwo Sinn, weil, hey, Sonnenblumenöl und so. Jo, krass, ich habe eine Sonnenblume in meinen Oil Maker gemacht. Schön. Sehr schön. Nicht schlecht. Ja, gut. Einiges gemacht heute, einiges geschafft und doch ist irgendwie nichts passiert. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, ich mache dann an der Stelle den Cut, gehe jetzt ins Bett, bedanke mich natürlich wie immer recht herzlich fürs Zuschauen. Zack. Zack. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Stardew Valley. Ich bin der Dicke. Bis dahin.